Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe es ja schon in den letzten Videos gesagt, ich habe einen neuen Ton. Man sieht es hier auch. Ich darf nicht so dagegen stoßen. Ich bin immer so ein bisschen versucht. Wenn das so jetzt an der Stelle hier klappt, dann haben wir hier einen astreinen Ton. Und wenn nicht, haben wir halt den alten Ton der Kamera. Damit sind wir ja auch eine lange Zeit zurechtgekommen. Aber ich versuche mein Bestes und dieses Jahr gibt es eine neue Kamera. Wir wollen aber nicht über neue Kameras sprechen, sondern wir wollen über diese Creme hier sprechen. Und die ist ja nicht mehr ganz neu. Man hat mich zwar gefragt, ob ich die nicht miteinander vergleichen könnte. Also die pinke Creme von No und diese Ceramidcreme von Rossmann. Jetzt ist mein Problem gerade, ich habe so viele Produkte auf. Ich bin hier mitten in der Aufbrauch-Challenge. Ich kann nicht noch mehr Produkte aufmachen, geht gerade einfach gar nicht. Deswegen gibt es heute eine Review zu der Creme. Ich kann sie aber so ein bisschen zu der Ultrasensitive Urea Creme so ein bisschen, kann ich schon vergleichen. Und ich finde es schade, dass sie nicht so ist wie die Urea Creme, aber viele mögen die halt eben auch nicht, weil es halt einfach eine individuelle Sache ist. Ich versuche eben dieses Individuelle heute zu kennzeichnen, mache ich sonst auch, aber auch zu sagen oder die positiven Eigenschaften der Creme hervorzurufen. Und dass die Drogerie endlich die Ceramide entdeckt hat, finde ich natürlich besonders gut, weil Ceramide, Urea, was funktioniert bei mir noch richtig gut? Also Ceramide, Urea und eben Säuren, das ist eine astreine Sache für meine Haut. Und das war für mich dann einfach auch gar kein Problem, die hier auszuprobieren. Was ich so ein bisschen schade fand, ich habe gedacht, ich nehme es mit einer Creme auf mich, die eben ein bisschen mehr wie die Urea ultrasensitiv ist. Aber das ist sie halt nicht. Und ich habe auch so ein bisschen in der Community rumgefragt. Viele mögen die Urea sensitiv nicht, weil die ein bisschen zu schwer ist, die lässt sich nicht so gut eincremen wie jetzt beispielsweise die. Und wenn du halt eben so einen anderen Hauttyp hast, dann tust du dich eben mit so leichteren Cremes einfach leichter. Bei mir ist es so, ich habe offensichtlich so einen Fettgehalt in der Haut, ich habe eine fettige Mischhaut, dass ich eben mit solchen Cremes beim Auftragen Probleme habe, weil die wollen erst gar nicht bei mir in die Haut rein. Und wir haben hier richtig viel Feuchtigkeit. Also wer wirklich eine feuchtigkeitsarme Haut hat, auch als Mensch mit fettiger Haut, habe ich früher nämlich auch nie so richtig verstanden, wie passt das beide zueinander. Das Fett von der Haut oder wenn die Haut eben so reagiert, dass sie nachfettet, ist eben so eine Gegenreaktion dazu, dass du halt eben zu wenig Feuchtigkeit an der Haut hast. Und da ist sie halt richtig gut. Und früher war ich immer so ein bisschen der Meinung, ich brauche keine Creme. Cremes sind immer fettig und das ist eben nicht der Fall. Und Menschen, die sich eben viel mit Skincare auseinandersetzen, die wissen das, dass es da eben unterschiedliche Formulierungen gibt. Und die hier ist halt sehr auf Feuchtigkeit. Ich weiß jetzt die Inhaltsstoffe nicht auswendig, ich blende euch ja jetzt auch ein. Aber ich glaube, an zweiter oder dritter Stelle ist auch schon Glycerin. Und das ist halt eben auch so ein richtig toller Inhaltsstoff. Und ihr wisst ja, je weiter vorne in Inhaltsstoff, desto mehr ist davon dran. Wir haben in dieser Creme tatsächlich 3 Ceramide dran. Und jetzt fallen mir die anderen natürlich auch nicht ein, aber die habt ihr bestimmt schon abgelesen. NP ist das bekannteste. Ich habe eine Creme, da sind glaube ich 6 drin. Also die Colibri-Creme kommt mit 6, glaube ich, aus. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist fraglich, ob man wirklich 6 braucht. Ne? Also meine Haut findet die schon recht toll, wenn ich mal wieder irgendwie gestresst war oder leider durch mein Skinpicking wieder im Gesicht war. Dann trage ich die auf und dann ist Ruhe. Ne? Also wir haben hier eben auch wieder Panthenol, was eben auch beruhigend wirkt. Ihr sagt mir immer wieder, ihr möchtet so Swatch-Aufnahmen haben, wie sich die Haut oder wie sich die Creme verhält auf der Haut. Auch das ist leider individuell, weil je nachdem, was für ein Hauttyp du bist und selbst als Mensch mit fettiger Mischhaut, kann es trotzdem noch so ein bisschen anders ausfallen. Das hat einfach mit diversen Dingen zu tun. Und ich sage an der Stelle immer so schön, Cremes muss man wirklich ausprobieren.
Bloß weil ich die toll finde oder nicht so toll finde, muss es nicht heißen, dass du die gleichen Erfahrungen machen musst. Bei Cremes lohnt sich das immer wirklich. Und wir haben hier halt echt so einen niedrigen Preis von 4,45 €, weil Skincare muss nicht teuer sein. Du kannst dir so ein teures Goodie kaufen, wie beispielsweise von Theramide oder so. So ein richtig schönes, teures Goodie. Die haben nämlich auch so ein Ceramidserum. Das ist richtig super. Aber wenn du so Reinigung, Creme und so, das muss nicht teuer sein. Ne? Also wenn man auf die wesentlichen Dinge halt wirklich guckt, keine Duftstoffe, kein Schnickschnack. Ey, mich schreiben immer so viele Kosmetikfirmen an und da passt halt so vieles nicht, besonders so Naturkosmetik oder so. Und das Alkohol drin, das sind komische Inhaltsstoffe drin, die mir überhaupt nicht zusagen. Und ich kann halt meiner Community nicht was anbieten, was halt nicht gut ist. Und gut bedeutet nicht automatisch auch teuer, ne? Also davon mal abgesehen. Und die hier ist halt richtig, richtig toll. Und das Gute ist, jeder, oder sagen wir fast jeder, hat ein DM vor der Nase und kann eben zum DM gehen und sich diese Creme holen. Und ich empfehle sie. Ich mische sie immer mit dem Urea-Serum von Isana. Aber No hat ja eine neue Creme rausgebracht mit Urea und Ceramiden. Die ist aber, glaube ich, nur zum Bestellen. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Wer die schon mal ausprobiert hat, schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann würde mich mal wirklich interessieren, wie da so die Erfahrungen sind. Hast du die Creme selber ausprobiert? Kommst du gut mit ihr zurecht? Oder hast du so gemischte Gefühle wie ich? Also ich muss wirklich realistisch sagen, es ist eine gute Creme mit sauguten Inhaltsstoffen. Meine Haut funktioniert hier aber nicht einwandfrei. Ne? Also es wäre für mich jetzt kein Nachkaufprodukt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für euch, probiert sie aus, es lohnt sich. Und für 4,45 € macht man halt einfach auch nicht viel kaputt. Man hat keine Duftstoffe, man hat drei Ceramide. Und das feiere ich halt einfach, dass endlich mal mit Ceramiden experimentiert wird. Weil ich eben als Mensch mit Skinpicking, meine Haut braucht das einfach. Ne? Und jede Haut schreit einfach nach Ceramiden. Das ist einfach eine tolle Sache. Wie würdest du die Creme kombinieren? Schreib das gerne auch mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.